Klar hatte ich viel Glück. Ich habe wirklich viel Glück und Schwein gehabt bei der ganzen Geschichte. Ich setze mich aber eh nicht mit anderen Transmännern auseinander. Aber klar, irgendwie meine Dokumentation, irgendwie Stern-TV, Spiegel-TV und so, da war halt einer, der hat dann erzählt, der hat schon 24 OPs jetzt innerhalb von 2 Jahren hinter sich gehabt. Also das kann auch schon ordentlich daneben gehen, auf jeden Fall. Aber positiv denken. Und mittlerweile ist da ja auch ein gewisser Standard noch mehr hinter als vorher. Und dieses Thema ist ja auch gerade durch den Bayern-Buschbaum auch nochmal wesentlich mehr in die Medien reingerückt, sodass da auch nochmal mehr Interesse einfach da ist. Ich habe mir aber auch nie irgendwelche Threads durchgelesen für Operationen, die ich noch haben werde. Einfach aus der Angst heraus, dass ich dann Angst davor kriege. So, was ich nicht kenne, davor kann ich auch keine Angst haben. Aber wenn ich ein konkretes Beispiel habe, wo ich dann weiß, boah, scheiße, das wird wehtun, dann kriege ich da kalte Füße. Und deshalb, ich glaube, es ist für die Leute, die sich vorab informieren wollen und sich vorab Schiss in die Buchse machen wollen, sind solche Foren herausragend geeignet. Und klar kann man sich da auch mal einen Tipp oder Rat suchen. Also ich finde das nicht schlecht, zumal natürlich das Internet da auch eine Plattform der Anonymität bietet. Und auch einfach, wenn ich in Hintertupfingen auf dem Dorf wohnen würde, hätte ich auch einfach nicht die Anschlussmöglichkeiten, die ich hier in einer Großstadt Ruhrgebiet habe. Ich kann auch sehr froh sein, dass ich im Ruhrgebiet wohne, weil mir eine Großstadt auch einfach Anonymität zusichert. Wenn ich jetzt in so einem kleinen Dorf, weil in die Sierscheid, 89 Einwohner mitten in der Eifel, dann wird darüber endlos geredet. Und hier kann ich auch irgendwie, weiß ich nicht, mal am Wochenende nach Essen fahren und dann merkt da eh keiner mehr. Das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Karin ist die Hauptamtliche dieses Jugendhauses hier, wo wir uns auch befinden, und die hat mich auch irgendwie immer schon ein bisschen begleitet. Also Karin ist selber lesbisch und hat, glaube ich, auch früh meine Tendenzen erkannt und hat mich im Grunde an die Hand genommen und ist mit mir diesen ersten Lesben-Coming-Out-Weg gegangen, was gut war. Und bei dem Transmann-Outing habe ich sie eigentlich mehr außen vor gelassen. Was aber, ich glaube, auch keinen direkten Grund hatte. Also jetzt nichts Offensichtliches, wo ich sagen würde, deshalb habe ich das getan, sondern irgendwie, das war halt ein Prozess. Mittlerweile bin ich wieder furchtbar froh, dass ich sie habe und dass sie da auch stets irgendwie an meiner Seite ist. Dann kommt natürlich meine Freundin, die auch bei sämtlichen OPs immer dabei war, sich Urlaub genommen hat, auch immer die erste Person war, die ich gesehen habe, wenn ich aus den OPs wach wurde. Nach der ersten OP habe ich dann auch noch in meinem Narkosedusel gesagt, weißt du eigentlich, dass das jetzt der perfekte Moment ist, dir einen Heiratsantrag zu machen? Das ist wirklich so eine typische romantische Kitschgeschichte. So, man wird aus der OP wach und die Freundin sitzt da und man freut sich furchtbar. Die bleibt dann auch die Nacht immer irgendwie noch und guckt, dass es mir gut geht und lässt auch meine Mama die ganze Zeit immer auf dem neuesten Stand und so. Obwohl meine Mama auch immer dabei ist eigentlich. Oder sie wechseln sich ab oder so. Also nach München fliegt man ja nun mal nicht so eben oder fährt. Deshalb, meine Mama ist die erste Woche geblieben, meine Freundin kam dann mit Karin zusammen die zweite Woche und da bin ich schon sehr froh, dass ich da meine Nadine habe. Und dann definitiv noch Jess und Annette, ich glaube, gehört da auch definitiv zu. Ist ein befreundetes Pärchen, beziehungsweise Jess ist meine beste Freundin. Jess hat mich am Anfang auch durch diesen Weg begleitet und das Tolle ist, Jess hat selber ein furchtbar androgynes Aussehen und ich weiß, dass ich sie besoffen, dadurch haben wir uns kennengelernt, besoffen im Hundertmeister angequatscht habe, warum sie denn auch im Frauenklub gewesen wäre. Ich habe mir dann besoffen in den Kopf erzählt, ich sei ein Transmann und sie war mindestens genauso besoffen und hat mir dann mit der Bierflasche auf die Milchhüten gehauen und hat gesagt, was ist das hier noch? Ja, daraus ist eine wunderbare Freundschaft entstanden und Jess kann auch wesentlich mehr meinen charakterlichen Weg nachverfolgen, wo ich mich natürlich auch als Person und Identität furchtbar verändert habe. Und Annette ist die Jugendcafé-Leiterin, also schwul-lesbischen Jugendcafé, ja nicht Leiterin, aber Mitarbeiterin in Mülheim, beziehungsweise Essen und Gelsenkirchen gehört auch noch dazu. Und da habe ich natürlich auch einen Raum, wo ich einfach Ben sein kann und die meisten Jungs denken, ich sei schwul, weil sie eh nie darauf kommen würden. Ich sei ein Transmann. Und ja, ich glaube, das sind eigentlich so die wichtigsten Menschen, die mich dabei immer begleitet haben. Neben meinen Eltern natürlich.
Szene ist irgendwo Heimat. Szene war das erste Mal ein Ort, wo ich nicht so aus der Norm rausgefallen bin. Wo es vollkommen legitim war, anders zu sein. Auch, ja doch, ich muss es wirklich geschehen, Szene ist Heimat irgendwo. Auch so meine ersten Feiererfahrungen dann in der Szene und so, das weiß ich auch noch wie heute. Und dass ich davon total geflasht war und alles so, wow! Und ich habe mich schon ziemlich aus der Szene auch wieder mit zurückgezogen. Also ich glaube, das liegt eigentlich eher daran, dass ich ein langweiliges Leben als Student mit meiner Freundin in unserer Wohnung führe und außer Lernen und Schlafen eh nichts anderes mehr tue. Neben dem Jugendhaus natürlich. Und feiern geht technisch bin ich da eh nicht so groß, aber so Schlaueinsätze, schwul-lesbischer Aufklärungsunterricht, mache ich super gerne mit. Und ich bin auch im Enterprise, halt in Mülheim, furchtbar gerne. Und ja, ich glaube, es ist einfach diese Grundeinstellung, es ist vollkommen okay, anders zu sein, spielt da, glaube ich, eine ganz große Rolle auch. Ja. Also negativ bin ich damit eigentlich nicht so richtig, ich bin nicht wirklich negativ mit der Szene und mit dem Thema Transsexualität in Berührung gekommen. Also mir kam nie jemand krumm. Und selbst wenn doch, haben die halt von den Menschen links und rechts von mir halt so einen gekriegt, dass sie es eh nicht mehr getraut haben. Aber es gab zum Beispiel einen Zack in Düsseldorf auf dem Frauenschwof, wo ich dann ja noch vor der Mastektomie auch zwischenzeitlich hingegangen bin, an diesem furchtbaren Ort. Und da war halt auch ein Transmann. Und das wusste auch jeder. Und darüber wurde natürlich auch geredet, dass er da war. Und in der Nachbetrachtung finde ich das auch komisch, als Transmann dann noch auf Frauenschwurfs zu gehen. Ich finde, das ist deplatziert. Das muss natürlich jeder für sich selber auf die Kette kriegen. Ich könnte es nicht mehr. Ich würde es auch nicht tun, weil von allen anderen möchte ich als Mann identifiziert werden, aber da gehe ich noch auf Frauenpartys. Finde ich skurril. Aber sonst ist, glaube ich, auch das Thema Transsexualität in der Szene zwar ein bisschen mehr angekommen als in der heterosexuellen Gesellschaft im Generellen, aber es ist da auch noch, um Gottes Willen, nicht etabliert. Also das birgt noch eine riesen Randgruppe, genauso wie Asexuelle zum Beispiel. Das ist ja auch ganz ein skurriles Thema irgendwie für die. Und ich glaube, ich habe auch selten so intolerante Menschen getroffen wie in der Schwulen- und Lesben-Szene. Von daher, also da gibt es genauso dumme Arschlöcher wie woanders in der Welt auch. Von daher ist das